Nicht nur wunderschön, sondern auch unglaublich einladend wirkt die Herrgottsruhkapelle mit ihren offenen Portalen. Dass sie heute wieder in alter Pracht auf einer Anhöhe in Meckhausen thront, ist insbesondere dem hiesigen Förderverein zu verdanken, der sich über Jahre für die aufwendige Generalsanierung stark machte. Der Bürgermeister ist dem Verein dafür sehr dankbar. Es war eigentlich eine ganz klare Sache. Die Leute im Ort in Meckhausen und auch in der Umgebung haben so ein großes Anliegen gehabt, dass diese Kapelle erhalten bleibt oder renoviert wird. Das ganze Dorf, das ganze Tal, muss man sagen, war dahinter gestanden. Also ich war selber überrascht, dass die Leute so mitgemacht haben. Graf Paul Fugger hatte die Kapelle 1685 einst erbauen lassen. Bald wurde sie zum Wallfahrtsort. Doch unter den Grafen Rechberg erlosch das Interesse ihrer Besitzer und so verfiel sie immer mehr. 1975 schließlich wollte ein Meckhausener Landwirt dem immer weiter fortschreitenden Verfall nicht mehr länger zusehen. Dann ist die Kapelle halt immer mehr verfallen und es wurde nichts mehr gemacht. Und dann hatten wir in den 70er Jahren diesen Glücksfall, dass ein Landwirt hier aus dem Ort, die Zeitung hat damals geschrieben, für ein Butterbrot die Herrgottsruhkapelle dem Grafen Rechberg abgekauft hat, für eine symbolische, eine D-Mark damals. Ja. Und dann war die Kapelle jetzt seit 1975 im Besitz der Familie Bob. Und als es jetzt an die große Renovierung ging und damit wir auch in den Genuss von Zuschüssen kamen, war es erforderlich, dass die Kapelle in öffentliches Eigentum übergeht. Und dann hat man sich mit der Familie Bob geeinigt und seit 4, 5 Jahren ist jetzt die Kapelle im Gemeindebesitz. Damit die Kapelle nie mehr in Gefahr gerät, sammelt der Förderverein auch weiter Spenden und versucht, die Anhöhe rund um die Kapelle zu beleben. Paradebeispiel dafür ist das Kutschenrennen, das bereits zum 4. Mal stattfindet. Wir haben das ja 40 Starter haben wir gehabt. Leider gestern noch abgesagt, weil es Pferd gelahmt hat. Jetzt haben wir nur noch 38. Im Vorfeld habe ich aber schon einige absagen müssen. Schon wären wir bei 50 gewesen. Wenn das nächste Jahr wieder so wird, wollen wir wahrscheinlich dann früher anfangen, dass wir die von der Zeit her durchbringen, weil dann haben wir ein Zeitproblem. Das Turnier wird immer mehr zum Selbstläufer. Einmal kamen schon an die 4000 Zuschauer und die Kutscher sind mit voller Begeisterung dabei, gerade weil der Wettbewerb hier eher nicht im Hintergrund steht. Das war halt vor 4 Jahren der Grundgedanke, einfach mal die ganze Freizeitfahrer, sage mal, von den Feldwegen und vom Wald rauszulocken und einfach, dass sie mal ein bisschen in den Turniersport reinschnuppern können. Man muss natürlich ein Pferd haben, wo das mitmacht, das heißt im Vorfeld viel trainieren, einfach mal, sage ich, einfach raus vom Wald, wie es die meisten betreiben. Umso mehr ich fahre, umso mehr ich trainiere, umso besser geht's und natürlich mal ein Pferd das Ganze zum Zeigen. Weil so ein Pferd kann, sage ich jetzt mal, in den Parcours reingehen, das hat sowas noch nicht gesehen, heute haben wir Strohballen drin. Das sind alles Sachen, ungewohnte Sachen für ein Pferd, aber nur wenn ich sowas fahre, kann ich es meinem Pferd beibringen. Hier kann also jeder Kutschenreiter einmal sich, sein Pferd und sein Gefährt so richtig auf die Probe stellen. Von nah und fern kommen die Kutscher mit ihren Pferden. Sogar ein Ponygespann vom St. Marien-Internat in Kaufbeuren war heuer dabei. Das rege Interesse und die allgemeine Bewunderung für die neu erwachte Schönheit der Kapelle stimmen die Ehrenamtlichen vom Förderverein dann auch sehr zuversichtlich. Ja, wir hoffen schon. Also, dass der Förderverein weiterhin besteht, nicht nur zur Renovierung, wäre schon ein wichtiger Punkt und ein wichtiger Schritt, muss man sagen. Auch von der Seite von der Gemeinde her, dann ist halt die Kapelle ein wenig versorgt. Und so gibt es guten Grund zur Hoffnung, dass die Kapelle nicht mehr so leicht in einen Dornröschenschlaf verfällt und sich ihre anmutige Schönheit noch lange erhält.